Hallo und herzlich willkommen bei Schiffe und Kreuzfahrten. Ich bin's wieder, eure Melanie, und heute möchte ich euch eine Junior Suite an Bord der Mein Schiff 6 vorstellen. Dann mal hereinspaziert in die Junior Suite der Mein Schiff 6. Ich möchte gleich zu Beginn erwähnen, dass es sich bei dieser Kabine um keine normale Junior Suite handelt, sondern um eine barrierefreie. Sprich, auch Rollstuhlfahrer haben die Möglichkeit, hier diese Kabinenkategorie zu buchen. Ich möchte nun euch direkt zu Anfang mal das Bad zeigen, denn ich denke, das ist für Rollstuhlfahrer wirklich am interessantesten, ob man sich hier im Bad frei bewegen kann. Und siehe da, ja, kann man. Denn das Bad ist wirklich super geräumig und hier kann man sich auch mit dem Rollstuhl ganz toll bewegen. Ihr habt hier natürlich einmal eine schöne große Dusche, auch mit Regendusche, die komplett bodentief ist, sodass ihr hier auch den Einstieg ganz leicht findet. Und zusätzlich ist dann in der Dusche auch nochmal ein kleiner Hocker zum Ausklappen, sodass man sich dann in der Dusche auch hinsetzen kann, wie ihr hier gerade seht. Überall natürlich entsprechend die Halterung, dass man dann auch wieder hochkommt. Und auch hier an der Toilette habt ihr nochmal zusätzliche Griffe, die euch ja den Toilettengang dann etwas vereinfachen. Natürlich auch in der barrierefreien Kabine auf der Toilette ein Notschalter und auch ein Telefon, sollte es doch unerwartet mal zu Problemen kommen. Ja, hier habt ihr dann natürlich auch einen Spiegel und diverse Ablageflächen, die ihr für Kosmetikartikel nutzen könnt. Und auch ein Waschbecken, das ihr auch komplett mit dem Rollstuhl unterfahren könnt, sodass ihr euch da gemütlich zurecht machen könnt. So, wieder zurück in der Kabine. Ebenfalls für Rollstuhlfahrer nicht uninteressant ist natürlich der Kleiderschrank. Denn die haben ja nicht die Möglichkeit, die Türen aufzuklappen und dann mit dem Rollstuhl nach hinten wegzufahren. Dementsprechend ist hier auf der Kabine ein Kleiderschrank mit Sesam, öffne dich, Schiebetüren. Hier habt ihr zum einen natürlich die Möglichkeit, eure Kleidung aufzuhängen. Habt ihr im Hintergrund aber auch nochmal, das kann ich euch hier mal kurz zeigen, so eine Stange zum Runterklappen. Da hängt hier auch so ein Griff dran, dass man auch, wenn man eben sitzt, von unten herankommt. Ja, wie auf jeder Kabine auch hier die Bademäntel, sodass ihr auch in den Wellnessbereich könnt. Und hier unter der Decke unten sind dann auch nochmal die Badeslipper. Ja, auf der anderen Seite des Schrankes, das möchte ich euch auch kurz einmal zeigen, habt ihr hier dann noch einmal Ablageflächen, auch die Möglichkeit, die Kleidung hinzuhängen und auch hier etwas tiefer als gewöhnlich dann auch der Safe, den ihr mit einer eigenen Zahlenkombination sichern könnt. Hier auf der Junior Suite auch vorhanden, was auf den normalen Kabinen ja nicht der Fall ist, ist einmal die Minibar. Die ist natürlich für Suitengäste gefüllt und auch kostenfrei. So, nun zum eigentlichen Teil der Kabine. Ihr habt hier in der Junior Suite einen kombinierten Wohn- und Schlafbereich. Hier natürlich mit einem geräumigen Doppelbett, sodass hier, schön zwei Leute schlafen können. Und hier nach rechts rüber habt ihr dann auch nochmal einen kleinen Tisch, wo ihr etwas essen könnt oder euch gemütlich hinsetzen könnt. Hier im Hintergrund dann natürlich auch, wie auf allen Kabinen der Mein Schiff Flotte, die obligatorische Nespresso-Maschine. Auch hier habt ihr pro Tag und pro Person eine Kapsel frei. Weitere Kapseln könnt ihr für 1 Euro kaufen. Hier oben drüber dann auch Tassen für die Kaffeemaschine und natürlich auch Gläser für kalte Getränke und eine Wasserkaraffe, mit der ihr euch an den Wasserspendern, die sich an den Fahrstühlen befinden, natürlich auch Wasser holen könnt. Hier gegenüber vom Bett dann auch der große Flachbildfernseher, sodass ihr vom Bett aus gemütlich Fernsehen gucken könnt. Und hier in der Junior Suite ist dann auch eine Spielekonsole vorhanden, sodass man hier auch mal schön zocken kann. Hier in der barrierefreien Kabine ist dann noch so ein kleiner Sessel.
und wo ihr es euch gemütlich machen könnt. Auch hier ein Kosmetiktisch oder Schreibtisch, je nachdem, wie man ihn nutzen möchte. Damit man hier mit dem Rollstuhl natürlich auch drunter fahren kann, sind jetzt hier keine weiteren Schubkästen, wie man es beispielsweise aus anderen Kabinen kennt. Ja, die Junior Suite hat natürlich auch einen Balkon oder eine Veranda. Da gehen wir jetzt auch einmal hinaus. Und ja, für Rollstuhlfahrer natürlich ganz wichtig, ohne hier eine Stufe zu haben. Hier könnt ihr also direkt mit dem Rollstuhl nach draußen fahren, ohne dass ihr hier irgendwie ein Hindernis überwinden müsst. Ihr habt dann hier auch gemütlich zwei Stühle draußen und nochmal so ein Fußschemel, damit ihr die Füße auch ganz gemütlich hochlegen könnt. Dasselbe dann auch nochmal auf der anderen Seite. Zusätzlich noch ein kleiner Beistelltisch. Und wenn ihr aufmerksam seid, seht ihr hier auch den Aschenbecher, was bedeutet, dass ihr auf dem Balkon der Kabine auch rauchen dürft. Ja, zurück in die Kabine. Was gibt es zu der Junior Suite noch zu sagen? In der Junior Suite genießt ihr natürlich den kompletten Suiten-Service. Das heißt, ihr könnt während der kompletten Reise auch die X-Lounge nutzen. Und ihr habt auch während der kompletten Reise das Internet im Reisepreis inklusive. Nun möchte ich hier auch noch mal was zur Belüftung sagen. Ihr habt die Möglichkeit, in der Kabine die Kabinentemperatur individuell euch einzustellen, je nach euren Bedürfnissen. Ihr könnt die Klimaanlage kälter oder auch wärmer stellen. Und ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, die Klimaanlage komplett auszustellen. Das heißt, wenn ihr Probleme habt mit der Klimaluft, dass ihr Halsschmerzen bekommt oder euch leicht erkältet, einfach den Off-Button drücken. Und die Kabine wird dann nur noch mit Frischluft belüftet, aber nicht mehr klimatisiert. Das war's dann auch schon zur Junior Suite auf der Mein Schiff 6. Ich hoffe, euch hat unser kleiner Rundgang gefallen und ihr seid auch bei unserem nächsten Video wieder mit dabei. Ich sage an dieser Stelle Danke und Tschüss, bis zum nächsten Mal.